Ja, hallo Leute, hier wieder euer Doso mit Let's Play angezockt oder mehr von Skyrim und wir sind hier am Ölsturz Hügelgrab und müssen da rein, nämlich in den Tempel und da schauen wir mal, was uns da erwartet. Wir hätten da mehr Widerstand erwartet, wir haben drei Gegner gesehen auf unseren Hot, aber leider, ja, war dann schlussendlich nur einer und ich denke, die anderen zwei haben sich da vergraben. Hier nämlich und wir schleichen da mal. Und da vorne stehen schon welche. Und irgendwie, denke ich mir, können wir die gar nicht von hier erledigen, oder? Probieren wir mal was. Ha? Hellsehen, na, leichter Schutz. Die Raserei, nehmen wir mal die linke Hand und schauen, ob das von hier funktioniert. Gar nichts funktioniert. Jetzt müsste es aber gehen, oder? Hier drüben! Na komm her. Bei den Göttern! Nein! Schmarren. Da geht gar nichts. Komm her. Unser Elf. Der macht das ganz alleine. Ich glaub's ja nicht. Aber egal. Wir werden da wieder die Heilung ausrüsten. Und das mit dem Probieren, das kommt ja echt nicht gut. Wir nehmen da alles mit, was wir da nur finden können, weil, es hat ja geheißen, unser Elf, der kann ja einiges tragen. Und dann schmeißen wir halt das ganze Zeug wieder weg, ja. Ja, wir haben ja auch noch genug, da ist noch ein Eisenstreitkolben, was soll's. Und du brauchst da jetzt, das Zeug auch nicht. Was war denn das da? Mit dir möchte ich ja gar nicht reden. Schwanz unbekannt, können wir nehmen, kostet nicht viel und hurra, schon genommen. Da vorne liegen da auch noch einige, oder? Haben wir da alles? Da ist auch noch so ein, okay, ein Skiver. Und ein Silberring hat er, cool. Banditleer, die sind ja auf, ja. Was haben denn die da alles? Eisenpfeile, Langbogen, Pipapo und Tod und Teufel und alles genommen. Eine Truhe? Aha. Jawohl, ging ja doch, ne? Schlossknacken verbessert auf 16, ne? Eisenrüstung, Gold und Zaubertrank der geringen Ausdauer. Ne? Hat sich ja ausgezahlt. Und dann Eisenschild, Axt und wieder so ein Schwanz. Holzfällaxt haben wir schon, brauchen wir nicht. Und das war's dann auch schon. Und jetzt liegen hier die Nugget Eis durch die Gegend. Du armes Mädel. Okay. Ich weiß nicht, die Heilung sollten wir doch in die linke Hand nehmen. Und schön vorsichtig weitergehen. Was ist denn da jetzt? Durchsuchen schon wieder. Na, das wird ja wieder die Unendliche. Egal, wir stürzen uns mal darauf, schauen, ob wir da weiterkommen. Nö, da geht gar nichts.
Und da liegen ja schon einige tote Viecher durch die Gegend. Ich möchte wissen, wozu wir die brauchen schlussendlich. Gibt es wahrscheinlich dann auch noch ein Rezept dafür? Da ist nichts drin. Ah, das ist viel zu schwer. Da ist was, ja. Leinentuch. Und da? Auch Leinentuch. Okay. Also ich krieg schon wieder ganz weiche Knie, Leute. Tempel und so, das ist immer so eine Idee, gell? Also da habe ich meistens ja den Bammel davor. Und was ist denn da vorne jetzt? Aber hallo. Ich sehe da nichts. Wer schießt denn da? Was ist denn da jetzt? Okay. Wir nehmen dann natürlich alles wieder und das war es dann auch schon. Und wir probieren da. Was hat denn der da? Oh oh. Komm raus da, Feendal. Haben die jetzt uns schon wieder vergiftet? Das glaube ich ja nicht. Wir heilen uns einmal kurz und passt schon. Ah, gut. Ich werde jetzt kurz einmal mit Feendal meine ganzen Sachen tauschen, damit ich wieder leichter wäre und wir probieren dann da drinnen das gleich noch einmal, okay? So, wir haben uns jetzt erleichtert und schauen uns das ganze Zeug hier noch einmal an. Und wer geht da hinten im Hintergrund schon, denke ich mir, ja? Wer geht denn da? Also, wenn wir da am Hebel ziehen, haben wir das Problem, dass uns da ja irgendwelche Pfeile aufspießen. Ich möchte nur mal kurz nachschauen, ob da bei den Auswirkungen aktive Effekte irgendwas... Na, ist nichts Schlechtes dazugekommen. Was machen wir denn da? Da gibt es Symbole. Wir laufen mal darauf kurz. Können wir da was bewegen oder was? Da gibt es auch Symbole. Kopf mit Delfin oder was das ist. Eine Schlange und da ist was weggebrochen. Ja, schaut so aus. Da haben wir einen Zaubertrank der kleinen Heilung. Perfekt. Da ist nichts, da können wir auch nichts machen. Vielleicht müssen wir da die Fackeln anzünden. Ja. Nö, schaut da nicht so aus. Und hier? Und was sagst du, Feendal? Ah, der sagt gar nichts. Gut. Lassen wir das mal. Ah. Aha. Aha. Oha. Also, die Dinger lassen sich drehen. Ja, cool, man. Da oben Schlange und ein Delfin. Gut so. Probieren wir mal. Eine Schlange und da ist ein, was weiß ich, was das war. Schauen wir gleich einmal. Eine Schlange und ja, sieht aus wie ein Pottwal oder ein Delfin oder was ist denn das? Ich habe keine Ahnung. So, jetzt fehlt uns das mittlere Stück, nehme ich an. Wo ist denn das Ding? Ah, da, ich sehe schon. Hm? Müsste auch eine Schlange sein, ja. So, und jetzt gehst du auf. Ja, mitnichten. Haha.
Ich werde gleich einmal, ja, Heilung ausgerüstet, dann passt das ja auch schon, ne? Schauen wir mal. Ja, gut. Probieren wir es. Und? Perfekt, nichts ist passiert, gut ist gegangen. Na, da schaust du. Alter Fender, komm, weiter geht's. Und hier. Jetzt weiß ich nicht, habt ihr diese Perspektive lieber, die Ego-Perspektive, oder wir nehmen das und lesen dann, ja. Wir haben schon wieder was verbessert. Wir verbessern uns permanent. Zaubertrank der kleinen Heilung, cool. Durchsuchen, Begräbnis, Urne, die ist leer. Ja klar, war doch wieder mal. Die Truhe, da haben wir auch was. Bänder, Eisenschild, ja genau, das wollten wir ja schon immer haben. Gold und Streitaxt. Ah, wir werden da. Die ist leer und wir haben hier den kleinen Seelenstein. Gut so. Ja Leute, ich denke, bevor wir da runtersteigen, das sieht verdächtig, ne? Nach Ärger aus. Machen wir hier natürlich wieder einen kleinen Schnitt. Ja, und sehen uns wieder, ne? Wenn es da heißt, die Geheimnisse dieses Tempels zu erforschen. Ich und mein streitbarer Elfter. Wünsche euch noch einen schönen Abend, euer Toso. Ciao.